Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zu einer neuen Folge My Horse Bonded Spirits. Etwas später als geplant, denn ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Woche selber meinen Uploadplan ein bisschen durcheinander geworfen und hatte dann auf einmal Sachen aufgenommen, die eigentlich noch nicht kommen sollten. Und dann wurde es richtig durcheinander und ja, here we go. Jetzt kommt aber wieder eine neue Folge und heute müssten wir eigentlich dann auch mal langsam weiterkommen hier mit unserer Turnierquest. Und ich habe mir sagen lassen, dass wenn das endlich abgeschlossen ist, ich guck mal ganz kurz hier rein, Verwaltung des Stalls, genau, da sind sie eingetragen für heute. Dann müsste eigentlich diese Quest abgeschlossen sein. Ich hoffe es zumindest. Christoph ist momentan noch da. Susanne ist eben hektisch von A nach B gelaufen. Naja, dann müsste das eigentlich abgeschlossen sein. Und ich glaube, dann haben wir auch endlich mal wieder einen Fortschritt. Und vor allen Dingen können wir dann, glaube ich, auch wieder weiter aufleveln. Also da habe ich nämlich die Info bekommen von der lieben Linali. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ja, das quasi momentan so ein Blocker ist, dass wir... Das wollte ich gar nicht. Dass wir da momentan gar nicht weiterkommen mit der Quest. Warum kann ich hier denn nicht den Bauch kraulen? Ach so, ach Gott, weil ich den Eimer noch in der Hand hatte. Und ja, dass wir halt erst diese Quest abgeschlossen haben müssen, bevor es mal irgendwie hier weitergeht. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, dass dann heute auch mal die Quest abgeschlossen ist. Weitergehen wird es mit dem Projekt, denke ich, auf jeden Fall noch bis Tales of Rain Ravin kommt. Das ist jetzt verschoben worden auf den 31.07. Das ist ein, lasst mich nicht lügen, ich will euch hier nichts Blödes erzählen. Das ist ein Mittwoch. Das ist ein Mittwoch, wo Tales of Rain Ravin dann rauskommen soll. Und da müssen wir dann mal schauen, wie es aussieht. Bis dahin auf jeden Fall noch. Aber wie gesagt, Roblox habe ich ja auch noch zwei Spiele, die ich nochmal spielen wollen würde. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. So, wählen Sie ein Pferd und einen Arbeiter, um eine Turnierrunde im Stallmanagement zu beenden. Haben wir jetzt zwar schon gemacht, ich weiß aber nicht, ich vermute mal fast, dass wir abwarten müssen, bis das abgeschlossen ist, der heutige Tag, damit die Quest abgeschlossen ist. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, meine Vermutung ist falsch, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal. Ich würde ja gerne... Ja, das Problem ist, na gut, bis zu der Reithalle sind wir jetzt nicht so lang unterwegs. Aber ich will auch ungerne schon wieder die Reithalle machen. Das ist halt auch irgendwie blöd. Auf der anderen Seite ist halt... Ja, ne? Wir brauchen halt die Sprungweite und die Sprunghöhe. Es geht halt momentan irgendwie nicht so richtig weiter. Das ist so ein bisschen frustrierend, finde ich. Ich hoffe einfach, dass wir... Ja, ich hoffe einfach, dass wir jetzt schnell diese Quest abgeschlossen haben. Damit wir dann hier weiterkommen. Weitermachen können und... ja. Halt auch mal sprinten können. Vielleicht auch endlich mal die höheren Parcours bekommen. Also das finde ich auch irgendwie nicht so... Erklärt sich mir nicht so recht, wie das mit dem Training funktioniert, weil ich finde halt, das dauert alles ultra lang, bis wir hier mal irgendwie ein bisschen Fortschritt haben, was das Level angeht. Also das Trainingslevel der einzelnen Punkte. Speziell jetzt in dem Fall hier halt die Länge des Sprungs. Sprunghöhe, die ist ja schon auf 3, 3,5 sogar, aber die Sprungweite, das ist halt irgendwie, das dauert halt ewig. Und ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht besser wird, wenn das Level erhöht ist. Ich weiß es nicht, ob es so ist, aber es wäre cool, wenn wir dann halt endlich mal weiterkämen. Momentan leckt das wieder so extrem. Ach so, ja, ich habe mich auch verritten. Ich hätte einen anderen Weg nehmen müssen. Muss ich hier mal gucken, dass ich hier wieder... Ja, ich komme wieder auf den Weg. Okay. Ja, dass wir wenigstens mal zurückkommen. Oder dass wir wenigstens noch mal
Obwohl, ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir einfach... Wartet mal, Leute. Ich drehe mal wieder rum. Wir haben ja auch noch Springparcours auf dem Hof. Die sind zwar jetzt auch nicht so herausfordernd. Ich habe das Gefühl, dass die eigentlich eher sogar dann noch weniger Erfahrungspunkte bringen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Lust, schon wieder dahin hinzureiten. Das ist eigentlich schade, wenn mir das Spiel vermittelt, ich habe keine Lust, irgendwo hinzureiten. Und ich hatte jetzt letztens auch einen Kommentar in den Kommentaren. Wow. Ich hatte jetzt letztens auch einen Kommentar, da hatte mir jemand geschrieben, dass es sie stört, dass man halt für 2 Kilometer den kompletten Tag unterwegs ist quasi. Und ja, das ist es. Ich habe letztens ja gesagt, ich habe prinzipiell jetzt eigentlich nichts gegen große Welten, wenn sie voll sind, aber das ist einfach auch total unrealistisch, dass wir für so kurze Distanzen hier so ultra lang brauchen. Und niemand würde jeden Tag zu einem Trainingsgelände reiten, wo du halt einen Vierteltag hin brauchst, einen Vierteltag zurück, also immer jeweils, was weiß ich, so 3-4 Stunden. Um zu trainieren. Das wird halt einfach niemand machen. Und hier sind wir halt gezwungen, das zu machen. Wir können hier keinen Transporter nehmen oder sowas. Wenn wir uns jetzt wenigstens zu den Trainingsstätten hinfahren lassen könnten, dann wäre das, finde ich, nochmal was anderes, als es jetzt ist. So, wir haben 12 Uhr Mittag. Das Wetter ist gerade gar nicht so gut. Aber das ist halt auch echt das, was mich hier stört. Ja, wir haben hier leider auch eine Sprungweite 1. Prinzipiell, das ist es halt, hat das Spielpotenzial, aber ich finde, es wird halt leider überhaupt nicht genutzt. Es hat halt Bugs, es ist teilweise an manchen Stellen laggy, an denen es eigentlich nicht laggy sein sollte. Die Animationen kommen dazu. Alles in allem muss ich sagen, sie hätten mehr rausholen können, sie haben es ein bisschen vergeigt. Also zum momentanen Zeitpunkt zumindest, auch wenn es nur 20 Euro kostet, es sind 20 Euro und ich würde es nach wie vor tatsächlich nicht empfehlen. Nicht, weil ich generell sage, ich finde es komplett grottig. Es ist nicht besonders gut, aber es hat schon auch ganz coole Ansätze. So mit diesem Range-Management, beziehungsweise so Hof-Management, das finde ich eigentlich an sich ganz cool, aber ich finde halt, es ist nicht zu Ende gedacht und ja, mir fehlt hier doch leider einiges. So vom Gameplay-Feeling her und ja, ich weiß es nicht. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Quest abgeschlossen ist, wenn der Tag hier rum ist. Weil ansonsten, muss ich auch ehrlich sagen, weiß ich mir langsam nicht mehr so richtig zu helfen, wie es hier weitergehen soll. Vor allen Dingen müssen wir dann ja wieder tagelang abwarten. Ich weiß auch momentan nicht, was ich machen kann, damit mein Pferd nicht mehr unterernährt ist. Weil ich habe jetzt die letzten beiden Tage, glaube ich, schon doppelt Futter reingetan. Ich habe sie mit Möhrchen vollgestopft ohne Ende. Ich weiß halt gerade nicht, was ich machen kann, dass sie mal wieder mehr... dass sie mal wieder ein bisschen an Gewicht zulegt. Da bin ich halt auch... Also momentan bin ich eher gerade so ein bisschen verzweifelt. Das klingt so. Ich bin komplett verzweifelt. Nee, das Spiel lässt einen halt irgendwie so ein bisschen in der Luft hängen. Man weiß nicht, ist das, was ich jetzt mache, ist das richtig? Ist es nicht richtig? Ich weiß jetzt nicht. Also ich würde sagen, wir legen uns mal schlafen. Und gucken mal. Nö. Wählen Sie ein Pferd und einen Arbeiter, um eine Turnierrunde im Stallmanagement zu beenden. Die waren hier angemeldet. Aber es hat nicht gezählt. Ich muss ehrlich sagen, das finde ich gerade irgendwie maximal frustrierend, weil ich hatte gehofft, dass es jetzt weitergeht. Wählen Sie ein Pferd und einen Arbeiter, um eine Turnierrunde im Stallmanagement zu beenden. Stallmanagement, Pferdeliga-Wettbewerb. Hier steht jeweils Fortsetzung. Da kann ich die überhaupt nicht anmelden. Ich könnte sie jetzt höchstens wieder hier anmelden.
Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was ich tun muss. Ich habe eine Runde in der Saison beendet. Ich habe Christopher und Susanne antreten lassen. Ich verstehe nicht, was ich... Also irgendwie... Null. Ah, okay, das Wasserbehälter ist noch voll. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das einfach momentan... Ich finde es tatsächlich gerade momentan einfach nur maximal frustrierend. Weil, erst konnte ich sie zu keinem Turnier anmelden. Dann konnte ich sie anmelden. Wir mussten aber, da wir so weit im Voraus sie anmelden mussten, mussten wir irgendwie eine Woche warten, bis wir überhaupt die Option darauf hatten, die Quest abzuschließen. Und jetzt funktioniert es halt wieder nicht. Und ich denke mir einfach nur so, hä? Hä? Was ist los? Was will dieses Spiel von mir? Also Leute, ich kann mir das hier momentan tatsächlich absolut nicht erklären. Ich würde auch sagen, das macht jetzt keinen Sinn, die Folge noch wieder weiter zu ziehen, weil wir würden jetzt halt wieder nur das Gleiche machen. Wir würden trainieren, kommen nicht weiter. Wir melden die für ein Turnier an, kommen nicht weiter. Im Level steigen wir nicht auf. Ich würde mich jetzt für heute erstmal verabschieden. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwie vielleicht noch einen Tipp bekomme, wie das mit der Quest hier funktioniert. I don't know. Und dann gucken wir mal, was ich euch beim nächsten Mal erzählen kann. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich erfolgreicher. Bis dahin. Tschüss.